Was ist die beste Strategie in Clash of Clans und wie setzt man sie am besten ein? Finden wir es raus. Queen Charge Lalo. Wer hätte das gedacht? Hier seht ihr die gesamte Armee. Der Armee-Link ist nochmal unten in der Videobeschreibung, falls ihr euch die kopieren wollt. Und im Laufe des Videos werde ich auch erklären, wieso die Armee so aussieht, wie sie aussieht. Und los geht's mit dem ersten Angriff auf eine Anti-3-Sterne-Base. Und diese sind wirklich nicht einfach anzugreifen in Legende mit Queen Charge Lalo. Einfach weil man nur 30 Sekunden Zeit hat zum Planen. Und das ist wirklich nicht viel auf einer Anti-3-Sterne-Base. Also es ist auf jeden Fall nicht einfach. Aber das Wichtigste, worauf ihr generell bei eurem Queen Charge achten müsst, ist das Klamburg-Timing. Ihr wollt nicht, dass eure Königin die Klamburg rausnimmt, während zum Beispiel ein Single-Inferno oder ein X-Bogen auf ihr drauf ist, beziehungsweise mehrere davon. Also wählt euren Charge so, dass während die Queen die Klamburg rausnimmt, nicht viel Schaden auf eurer Königin ist. Und man sieht ja auch schon, hier ist kein X-Bow auf meiner Königin. Gleich, wenn sie in die Klamburg-Reichweite geht, wird das Streukatapult auf ihr drauf sein. Aber alleine ein Streukatapult kann nicht viel ausrichten. Man sieht hier, der Lavahund kommt raus und die Queen nimmt easy den Lavahund raus. Und jetzt sehen wir auch den Bowler. Sicherlich fragen sich einige von euch, wozu habe ich den Bowler dabei? Ganz einfach, man kann damit das Radars aktivieren. Aber das ist nicht nur das Einzige, denn der Bowler macht Flächenschaden und deswegen kann man mit dem Bowler auch zum Beispiel kleine Truppen wie Skelette von Skelettfallen oder Hexen, geht natürlich auch, einfach rausnehmen und sich somit sehr, sehr viel Zeit sparen. Also ein Bowler braucht natürlich weniger Platz als eine Valkyrie und deswegen ist es ganz sinnvoll. Ja, man sieht hier, ich setze den König hier außen, einfach um den Schaden etwas von der Queen runterzunehmen. Das wollt ihr generell machen, den König möglichst früh setzen, um einfach ein bisschen Schaden zu tanken, dass ihr nicht so viele Zauber für eure Queen benötigt, den ihr dann später zum Beispiel auch für den Lalo benutzen könnt. Und das andere bei den Queen Charges sind die Mauerbrecher. Und zwar, Mauerbrecher gehen immer auf Gebäude hinter Mauern, nicht auf Mauern. Und die Mauer muss aber geschlossen sein, beziehungsweise mindestens 8 Mauern in eine Richtung. Und hier sieht man das ganz gut, die Mauerbrecher funktionieren hier, gehen hier auf den Multi. Und jetzt wird auch schon der Lalo gestartet, weil die Queen im Zentrum der Base ist. Der Flammenwerfer nimmt schönes Rathaus raus und generell wollt ihr, wenn es möglich ist, den Lalo in den Adler starten. Weil wenn ihr den Lalo in den Adler startet, dann nehmt ihr natürlich den Adler möglichst früh raus. Und der Adler macht auf euren Ballons sehr viel Schaden. Deswegen ist es sinnvoll, den Adler sehr früh rauszunehmen mit eurem Lalo. Hier sieht man auch schon, hier ist nicht mehr viel übrig. So kann man auf jeden Fall Anti-3-Sterne-Dörfer legen. Aber es gibt natürlich auch andere Möglichkeiten. Manchmal geht es mit Lock-Launcher, manchmal mit einer Yeti-Blimp. Manchmal aber auch Oldschool mit einem Slammer. Ich würde euch empfehlen, dass ihr alle Belagerungsmaschinen, die ich am Anfang gezeigt habe, mit dabei habt. Einfach um etwas flexibler zu sein mit euren Angriffen. Und generell dürft ihr nicht vergessen, Übung macht den Meister. Es wird nicht euer erster Legendentag ideal laufen und es wird auch etwas dauern, bis ihr die Strategie erlernt. Aber wenn ihr sie einmal gelernt habt, dann ist sie auf jeden Fall richtig stark. Und hier sind wir im zweiten Angriff, dieses Mal auf eine etwas unübliche Diamantbase. Diese Diamantbase hat keinen Single Inferno hinter dem Rathaus, was sehr ungewöhnlich ist. Eigentlich ist es so, dass man solche Dörfer mit Lock Launcher angreift, also Lock Launcher, den Bodenwächter und den König mit der Gladiatorin dazu von der entgegengesetzten Seite vom Rathaus und das Rathaus dann am Ende mit der Königin rausnimmt. Aber in dem Fall ist mir aufgefallen, dass der Radars-Charge ganz gut sein kann. Generell wollt ihr bei allen Bases des Rathaus chargen, wenn es sich gut anbietet. Hier bietet es sich gut an, weil kein Single Inferno hinter dem Rathaus ist und somit das Klamburg-Timing, worüber wir vorher schon gesprochen haben, relativ entspannt ist. Und man sieht ja auch, die Queen kommt an beide Scatter ran. Hier etwas viel Schaden, deswegen auch die Super Minions freezen, damit sie nicht wegfliegen und dann irgendwie auf die Flammenschleuder gehen oder sowas. Das wollen wir natürlich gar nicht. Und die Queen läuft hier weiter rein. Wir sehen, man kann den Lalo dann auch schön von unten in Adler spielen mit dem Wächter. Aber eine Sache habe ich natürlich nicht beachtet, und zwar den König. Man sieht hier, ich brauche sehr viele Zauber für die Königin. Und das liegt unter anderem daran, dass ich eben meinen König noch nicht gesetzt habe. Aber bei der Base ist es eben nicht so einfach, eine gute Position für den König zu finden. Und deswegen ist es manchmal auch besser, ihn etwas länger aufzuheben. Weil wenn ihr den König in zu viel Schaden setzt, dann ist er schneller weg, als ihr seine Fähigkeit zünden könnt. Und das ist generell keine gute Idee. Hier die Gladiatorin im Chor. Das ist manchmal auch eine sehr gute Idee, die Gladiatorin für die Verteidigung im Zentrum zu schicken. Hier hat es mehr oder weniger geklappt. Aber ihr seht schon, der Lalo hat ja nicht viel zum Aufräumen. Und der Lalo
Ja, mit einem Wutzauber. Das sind nicht viele Gebäude und das geht easy durch hier. Und der Lalo hat jetzt etwas unter 30 Sekunden gedauert. Das ist nicht der Normalfall. Normalerweise solltet ihr den Lalo bei einer Minute starten. In dem Fall, gut, 30 Sekunden hat er gebraucht. Aber normalerweise eine Minute ist so die Faustregel für den Lalo. Und da sind wir auch schon im nächsten Angriff, dieses Mal auf eine Boxbase. Und bei Boxbases bietet es sich oft an, Lock-Launcher zu spielen. Allerdings kann ich das wirklich nicht empfehlen, weil es halt sehr oft in One-Stars endet. Da, glaub mir, ich spreche aus Erfahrung. Und deswegen spielen wir hier eine Yeti-Blimp. Das Gute an der Yeti-Blimp, Yeti-Blimp holt einen Streukatapult und die Königin raus und lockt dabei auch noch die Klamburg. Also sehr, sehr guter Value. Und währenddessen den Queen Charge Richtung Rathaus, denn der Single Inferno stört uns nicht, solange die Klamburg nicht in der Nähe ist. Denn Single Infernos sind sehr, sehr gefährlich in Kombination mit einer Klamburg. Denn wenn dann in der Klamburg ein Hund drin ist, der auf eure Königin geht und die gleichzeitig in der Reichweite vom Single Inferno ist, ja, dann endet das meist nicht so gut. Aber hier auf jeden Fall gutes Pathing für die Queen. Die Queen kommt locker zum Rathaus hin. Dann den King auf der linken Seite eher dazu gespielt, vielleicht auch noch Multi rausbekommen und den Rest dann einfach mit dem Lalo spielen. Generell kann man auf Boxspaces auch sehr oft eine Flammenschleuder spielen. Die ist meist sehr sinnvoll. Generell ist die Flammenschleuder sehr sinnvoll. Benutzt sie auf jeden Fall, wenn ihr eine Möglichkeit seht, wo ihr sie benutzen könntet. Die wird euch auf jeden Fall am Anfang sehr, sehr helfen. Vor allem in der niedrigen Legendenliga, wo die Bases nicht wirklich gegen Flammenschleudern ausgelegt sind. Hier steht auch schon der Lalo und das sieht gar nicht so schlecht aus, auch wenn noch ein Streukatapult steht mit der Gladiatorin. Das könnte nochmal kritisch werden, aber im Großen und Ganzen sieht es doch eigentlich ganz gut aus. Ihr wollt auch generell, das ist eine Faustregel für alle Angriffsstrategien, und zwar wenn es möglich ist, benutzt euren König, um ein Compartment rauszubekommen. Aber ihr müsst einschätzen können, wie stark euer König wirklich ist, wie viel Potenzial hat der König, kann der König dieses Compartment rausnehmen oder nicht. Wenn ja, dann spielt den König für das Compartment. Aber spielt das den König auf keinen Fall für Compartments, wo eine Tesla-Farm drinstehen könnte und der gar nichts bekommen würde, oder für Compartments, wo gar nichts drin steht. Also, das ist auf jeden Fall die Kunst bei Queen Charge Lalo, die Helden einfach einzuschätzen, wie viel Power haben die Helden. Und wenn ihr das hinbekommt, dann seid ihr auf jeden Fall gut mit dabei mit Queen Charge Lalo und habt somit die beste Strategie im Spiel erlernt. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich hoffe, ich konnte euch etwas weiterhelfen. Wenn dem so ist, dann lasst gerne ein Like da, ein Abo und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Ciao!